Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Satisfactory. Nachdem Forever Skies überraschend schnell zu Ende war, können wir hier etwas mehr weitermachen. Gleichzeitig arbeite ich gerade an die letzten Bosse in V-Rising und versuche nebenbei auch noch in Forever Skies wirklich auch das Schiff ein bisschen schöner zu bauen. Das wird noch ein, zwei Parts brauchen, dann warten wir auf Content. Volcanoids hat das Tesla-Update bekommen. Also, es mangelt nicht an Spielen, die wir zocken können. Aber jetzt will ich das hier mal machen. Ich finde das nämlich sowas von geil, das Spiel hier. Ich finde nur gerade, dass das irgendwie abkapselt gehört. Ich glaube, ich bin da... Es ist hier, stauen sich die Materialien. Ich könnte das noch ein bisschen breiter machen. Also, aber jetzt machen wir mal eines nach dem anderen. So, unser Fabricator hier hat... Aua. Hat die Ding gemacht. Diese komischen Teile hier. Wie heißt das? Ein Rotor. Die Rotoren gemacht. Dann nehmen wir jetzt mal die mit. Die brauchen wir, schicken mal das Schiff weg. Und werden dann versuchen, unsere Produktion wie immer etwas in die Höhe zu schrauben. Ich überlege nämlich gerade, was man da wo wie machen kann. Es gibt angeblich ja auch... Sagen wir so, es ist unterschiedlich. Da steht Bohren 1%. Was heißt denn das? Ach so. Okay. Ja. Dann braucht eine Sekunde. Das muss ich mir mal genau anschauen. Das ist der Strom, die Bohrzeit für ein Erz. Nun ist das bei alle gleich. Weil es gibt ja unterschiedliche Qualitäten, wurden mir gesagt. Ah, da, 24. Ich weiß nicht, was das jetzt genau bedeutet. Der kluge Kerl, der so gern, der immer das kommentiert bei mir hier. Ich finde das total super. Irgendwas. Ich habe den Namen vergessen. Man sieht ihn eh unter die Kommentare. Ich habe da... Wirklich, das wäre eine coole Erklärung, wenn, wie sehe ich das, welche Vorkommen da irgendwie... Welche Vorkommengröße das ist oder Qualität, sehe ich die irgendwie? Oder was heißt die Statistik da drin? Ich sehe da nämlich irgendwie nicht mehr dazu. Ich sehe aber, dass hier 24 steht, beim anderen weniger. Und hier 50. Also ich weiß jetzt aber nicht genau, was ich mit den Zahlen anfange, weil da jetzt, wenn ich drauf gehe, keine Erklärung ist. 49, das ist kein Wert von... Sind die vielleicht doch nicht unendlich und die bauen ab? Nee, oder? Wenn ich jetzt ein bisschen was rausnehme mal. So. Dann arbeitet der durchgehend. Nee, es ist nicht der Füllstand. Auf jeden Fall das nicht. Das wird wahrscheinlich einfach die Effektivität sein. Die Auslastung wahrscheinlich. Also wenn man so 17% auslastet, heißt er transportiert, er könnte viel zu schnell abbauen eigentlich. Okay, gut, lass auf mal so. Schießen wir mal das Ding mit Hub ins Weltall. Wir lernen hier ja gerade, ich freue mich jetzt schon riesig auf einen Neustart mal in dem Game, wenn wir überall durch sind und dann mal wissen, nicht so planlos wie jetzt in der Gegend rumlaufen, sondern mal wissen, was dann genau alles irgendwo möglich ist. Das wäre schon cool. So, wir sollen ja auch einen Weltraumlift bauen, wurde mir gesagt. Several buildings aimed at factory traversal can now be accessed in the build menu. Caution is recommended during use of these products. Ah, hier. Lass mich mal raten. Mit dem baller ich mich weg und mit dem anderen lande ich dann. Sehe ich gerade. Das braucht keinen Strom. Gut. Man hat irgendwo noch Platz auf einen. Da, ja, hier. So. Machen wir das mal da her. So. Pass auf. Das werden wir mal testen. World Grid ist okay. Das brauche ich auf keinem World Grid. Das ist mir wurscht. So. Wenn ich da rausgehe, will ich darauf steigen. So. Ah ja. Ja, weiß ich. Ja, weiß ich, das ist jetzt, wie weit ich da.
Keine Ahnung. So? Gelpad habe ich auch. Habe ich nicht genug mit. Da brauche ich jetzt kurz mal was, weil. Falsch. Weil ich möchte, wenn ich jetzt lande, dann gleich irgendwo so ein Landeding haben. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass das eine ziemlich harte Landung wird, was ich da jetzt fabriziere. Das wird ziemlich, ja. Wie gesagt, übrigens bin ich, wollte ich hier schon erwähnen nochmal, total glücklich, dass Leute mir so Tipps geben und wirklich auch sich das anschauen, weil manche Antworten weiß ich zum Beispiel, das Video wurde wirklich nicht nur durchgeklickt, sondern angesehen, weil sonst würde man nicht wissen, was ich rede, ja. Also man hat Glück erwischt. Aber finde ich total schön und macht mich total glücklich, dass das funktioniert, vor allem, weil das ein Spiel ist hier, was mich voll interessiert. Ich würde es ja trotzdem wahrscheinlich spielen, weil ich spiele ja keine Sachen, die mich nicht interessieren. Aber es ist schön, dass das Leute interessiert. Was sind dann die Videos? Mir Tipps geben und das noch bei einem Game, das ich total gern zocke gerade, finde ich super. Super toll. Danke dafür jedenfalls. Aber jetzt ist es die geilsten, das wisst ihr, das muss ich nicht immer erwähnen. Ja, und ich versuche nicht so in meinem Bart zu nuscheln. Ich werde es probieren. Auch danke für den Hinweis. Ich brauche öfter mal wieder einen Hinweis auf das, weil ich dann mit der Zeit wird man schlampig redet, wenn dann nicht irgendwann einmal einer kommt mit einem verbalen Hammer und sagt, du Vollpfosten, man versteht dich nicht. Dann vergesse ich dann leider immer drauf. Also danke dafür. So, das sollte reichen. Gut, das war jetzt aber nicht so sonderlich toll. Kann ich das editieren? Ich vermute mal nicht, ne? Das ist wie bei Amazon. Man kann keine Retouren mal veranlassen direkt, weil es Amazon einfach storniert und bestellt neu, statt das Knopf wieder dafür zu machen. Fangen wir es mal auf Standard. Wieder ein Kabel ran. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Schussreichweite. Könnte ich denn in die Mitte rein? Ich weiß ja nicht, ob ich immer gleich weit fliege oder so. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. Okay, gut. Damit spielen wir sich dann mal, wenn wir Zeit haben. Das ist jetzt zwar lustig irgendwie, aber das wird jetzt sowieso nicht alles rausreißen hier. Tschung. Cool, also, aber die Reichweite ist mir zu wenig. Das ist cool. Das weiß ich schon. Das ist cool, um auf den Berg zu kommen. Das werden wir machen. Das werden wir nehmen. Pass auf. So, weg. Weiß ich auch schon, wo mein Weltraumlift hinkommt. Au! Ah! Scheiße. Ein bisschen höher. So. Ein bisschen höher. Jetzt habe ich wieder meinen Bart genuschelt. Obwohl ich gar keinen habe. Also nicht wirklich. Es zählt nicht als Bart. Jeder Bartträger wird bei meinem Bart mich auslachen. Sag ich mal so. Ja, das ist cool. Und runter.
Wie kann man runter? Ja, runter kann man immer. Ist ja nicht so wie bei U-Booten, wo man nicht mehr raufkommt. Ziemliche Harakiri-Aktion nebenbei, aber gut. Na bitte. Weiter. Ja genau, jetzt brauche ich den Weltraum. Ja, sehr schön, ich habe das alles gemacht. Gut, dann brauchen wir jetzt den Weltraumlift. Der Weltraumlift. Ein Special Object, den Mammhammer. Alles genug mit zum Bauen, verstärkte Platten fehlen. Das ist der Würfel. Gut, Eisenröhrchen, Kupferdinger, 1500, das kriegen wir hin. Wir brauchen 500 von denen. Ja, das ist lächerlich. Dann brauchen wir noch ungefähr 210 von diesen komischen Teilen hier. Weg. Und 1500 von dem da, das anscheinend gerade irgendwie still steht. Warum? Oh. Deswegen. Ja, aber dann bräuchte ich jetzt bald wirklich noch ein Lager. Noch ein Lager auf. Und ich will ja nicht, dass das komplett bar gaga wird, dann alles da. Da ich da aber geschissen raufkomme, werden wir das anders machen. Wir werden das Förderband nehmen. Von da. Darauf machen. Und von da ganz dezent leibend wieder da runter. Nach oben hin kann sich das ja befüllen. Das fährt ja eh nach unten weiter. Und nur erst wenn unten voll ist, geht es oben dann. Denk so, passt. Schaut gut aus. Der Baum nervt. Aber habe ich den nicht schon mal umgezogen? Ich weiß nicht mehr. Cooles Viech. Also die Welt ist wirklich schön gemacht. Also Entwickler, Hut ab. Nicht nur Unreal Engine mäßig, weil das zum Beispiel ist keine Texturqualität einer Unreal Engine 5.1 würdig, aber Boden dafür schaut schon wieder nicht schlecht aus. Mein Schuh schaut super aus. Ich habe einen tollen Schuh. Cool. Jo, baue den Weltraumlift. Machen wir das mal. Das ist aber knapp irgendwie. Das habe ich auch sehr knapp bemessen. Aber ist wurscht. Haut hin. Leck mich am Arsch. Der ist ja groß. Boah. Gut, das wird leider Bedarf einer Strategieänderung. Alter, ist der riesig. Den kann ich nicht da oben hinstellen. Das geht nicht. Da vielleicht passt der her irgendwie, oder? Okay. Stell ihn halt mal einfach da her. Kann ihn eh wieder abbauen auch, also. Bauen wir ihn daher.
Fuck. Also, das heißt nicht nur Weltraumlift, das ist ja wirklich ein Weltraumlift. Ich meine, jetzt hätte ich mir denken können, jetzt irgendwie, aber ich habe was gibt. Alter, jetzt braucht das Ding auch Strom. Ah, fuck. Da schaust du jetzt, gell? Fuck. Ist ja riesig. Den kriegst du ja nicht mal. Na, gar nichts. Den kriegt man nicht mal auf den Screenshot. Na, quatschen wir mal mit dem Teil. Machen wir mal Phase 1 abschließen. 50 solche Platten braucht er. Er hat Anschlüsse, ich sehe ab 3. Drei Intakes. Nee. Ja. Rein. Also gut, er hatte so Intakes auf jeder Seite. Gut. Ist das Ding riesig? Jetzt weiß ich, warum das Spiel so big scale ist. Das ist wirklich big scale. Sehr big scale. Na, macht ja nichts. So, wir müssen jetzt was herstellen. Jetzt brauchen wir mal einen Fabricator. Was kann der noch? Er kann das auch. Jetzt braucht er Eisenplatten und dieses andere Teil. Das heißt, das hier sind die normalen Platten. Die hier, ne, die können, kann ich gar nicht herstellen, die Eisenplatten, die verstärken. Zumindest nicht mit dem Teil. Muss ein Fabricator aber eigentlich gehen. So? Ja, habe ich nicht gesehen. Okay. Das heißt, ich brauche die Schrauben und die Platten. Das ist einmal nicht so tragisch. Schrauben kommen dazu Tonnen daher. Müsste man hier einen Abzweiger reinmachen? Dann stellen wir da noch einen Fabricator auf. Jetzt habe ich diesen Awesome Shop auch noch nicht probiert, aber. Ja, ist mein Fehler. Das war mein Fehler. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Fabricator. Der stellt dann die Eisenplatten her. Und die Eisenplatten und die andere brauchen noch zwei Fabricator. Fabrikatoren. Doing this, my friend. Ja, das wird reichen. Es lasst mir einfach keine Ruhe. Es lasst mir keine Ruhe, warte. So, zack. Zack. Jetzt aber. Völlig nutzlos, aber ist irgendwie cool. Da ist kein Gel drin, oder?
Echt toll gemacht. Wie befüllt man das Teil? Einmal noch. Los! Aber jetzt. Geronimo! Passt. Ist da zwar leider im Weg, von daher. Ich werde es woanders wieder bauen, aber das ist jetzt hier irgendwie im Weg. So. Ich brauche jetzt meinen Fabricator. Den ich irgendwie gerne daneben da herstellen würde. So. Der braucht mal Strom. So. Der stellt jetzt meine Eisenplatten her. Dafür braucht er also die Verstärkung der Eisenplatten und 12 Schrauben. Das heißt, wir machen hier eine kleine Ding rein. Logistisch einen Förderbandsplitter. Wie hat wer gesagt, machst du zuerst den Splitter. Okay. Ich höre ja auf meine Tippgeber. Sieht das da aus? Ja, sieht sich aus. Kann ich von da rein? Nö, ist zu viel. Achso, mir fehlen die Eisenplatten, nicht so viel. So. Schauen wir mal. Ob sich das ausgeht mit dem Nachschub. Nein, der Nachschub reicht dann bei weitem nicht. Kann ich nicht irgendwie in die MK2-Bänder auf den Viererplatz geben? Oh ja. So. Weil da wäre ja genug drin. Es wird zwar weniger. Aber es geht ja auch wieder nach oben. Ja, das werden wir. Wenn man das einmal ein bisschen beschleunigen, kann ich MK2-Bänder bauen jetzt. Lassen wir das noch lieber kurz mal. Wir brauchen noch zuerst das andere. Da reichen mir die. Ich weiß, es hat geheißen, man braucht die ja noch nicht eigentlich für das Ganze, was ich da mache. Das stimmt. Da gebe ich völlig recht. Das ist wirklich nicht notwendig gerade. Aber notwendig ist nicht, aber... Wenn ich ein so das Zuförder ab da 2 1er MK-Bänder mache, ich es okay, weil die doppelte Volumen hat, aber der Zuförderer müsste schneller sein. Das lässt sich, glaube ich, irgendwie machen. Machen wir das dann blödestens so. Toll.
Und das irgendwie. Ich würde das gern nicht ganz so. Ja, besser. So, der kriegt Platten, das heißt, der kann jetzt theoretisch beginnen. Der nimmt aber die Eisenplatten. Stellen das mal daher, aber ich glaube nicht, dass der die Eisenplatten da, die verstärkten. Wir müssen die ja gleich weiterverarbeiten. Nein, ich werde das wieder an Splitter machen. Nur, der wird da sowieso nicht recht schnell was produzieren. Ja, das dachte ich mir, dass das jetzt auch früher oder später passieren wird. Ja. Ja, die haben noch drin, das heißt, wir brauchen noch einen Biokraftstoff. Das werden wir immer schön durch upgraden, da werde ich schon dafür sorgen, dass das passt. Gut. Läuft wieder. Ich vergesse, was das links ist. Leider noch immer nicht wirklich sinnvoll. Wurscht, egal, kann ich jetzt eh nicht machen. Gut, der stellt jetzt die, die Platten her und für das brauchen wir wiederum dann für das andere. Das heißt, ich mache hier noch einen dritten Container. Ich mache hier eine Abzweigung rein. Um 40 hat er gehabt jetzt da. Ja, die Schrauben sind zu wenig, produziere Schrauben, was da kommen im Allgemeinen. Das habe ich gemeint. Da bringt es nichts, weil da eh schon
Der hat eh schon Downtime dazwischen, das bringt nichts. Das heißt aber, der wird leerer werden wahrscheinlich jetzt da als mehr voll. Ja, der wird leerer. Das heißt, wir bräuchten da sowieso noch so ein Teil, weil das steht sowieso völlig an. Kann ich eigentlich auf eins obendrauf auch so eine Maschine setzen? Nicht wirklich, gell? Den kann man am Boden stellen. Bräuchten hier noch einen Constructor oder so. Der soll aber dann da mit reinliefern, das heißt, der braucht ein bisschen Platz so. Genau, so. Und den werden wir da ein bisschen abkapseln. Deswegen passt. Da fehlt eh nicht alles dann. Und das Teil da ein bisschen wegmachen. Gleich in den Splitter fahren. Ja, machen wir das. Logistik, Splitter. Das mal so, geht sich das aus? Ja, geht. Geht auch. Läuft. Kabel und da nach da. Du stellst hier Schrauben. Jetzt wird's tricky. Förderbandfusionierer. Das geht sich niemals aus, leider. Es wird sich nicht ausgehen. Das ist zu heavy. Scheiße. Das habe ich jetzt wirklich verhunzt. Es ist, weil ich immer so eng zusammenbauen will und ja nicht irgendwie viel Platz verbrauchen. Vielleicht gelingt mir das so noch, wenn nicht, muss ich da das irgendwie ändern. Komm da nicht weg!
Das ist so eine miese Sache gerade. Die geht ja auch nicht. Nee. Bevor ich mich dann noch ewig rumspiele, ich muss den nochmal abreißen alles. Ich hätte zuerst mehr Platz lassen sollen. Nicht runterfallen lassen. So. Das ist immer dieses Problem, bei mir halt oft das, dieses logistische Problem. Ja? Also ich weiß zwar, was ich tun will, aber es ist dann oft halt nicht in meinem Kopf anders, als es dann wirklich wird. So. Die können wir alle da rein. So. Und jetzt will ich... So, jetzt brauche ich wieder den Fabricator. Constructor, Entschuldigung. Genau. Jetzt Schrauben hier. Du brauchst auch Strom. Und dann sollten das hier... Das geht sich immer noch nicht aus, aber... Das liegt an dem Förderband. MK2. Cool. Bleibt genau gleich. Auch was? Ah, da kommen jetzt Aussetzer dazu. Der Wahnsinn, der verbraucht wirklich, dass die verbrauchen nicht so viel. Das geht sich mit 200.000. Die da arbeiten ja nur so schnell jetzt überhaupt, weil er welche auf Lager da drin hat. Das wären ja auch weniger. Ich bin noch einen dritten. Das wären weniger, aber nicht so schnell. Okay, machen wir mal das, da kümmere ich mich nachher drum. Jetzt machen wir mal hier weiter. So, weil der produziert jetzt diese Verstärkten. Da hätte ich jetzt gerne einen Splitter hier. Einen Splitter hier. Von... Machen wir es mal so. Das müsste sich ja eigentlich ausgehen. Irgendwie. Gut. Da ist der Anschluss. Und von hier weg. Geht auch. So. Das haut auch hin. Perfekt. Dann geht das. So. Läuft. Mit verstärkten Platten. Dann haben wir ein paar Platten hier. Ein paar hier. Das haut hin. Das wird ein wenig eng hier, gell? Wo stellen wir jetzt den letzten Constructor hin, der das wirklich herstellt, das wir brauchen? Könnten wir hier machen. Fabricator. Könnte man hier, aber das ist mir schon zu knapp irgendwie an dem Ding dran. Ich würde den fast eher da herstellen. Was brauchst du? Die verstärkten Platten und die Rotoren. Das heißt, ich brauche einen Anschluss von die zwei Lager eigentlich dann.
Den schließe ich direkt an und die Rotoren würde ich auch abkoppeln, einmal geschwind dazwischen. Hier. Ich will da nur, ich will ja nur auf sicherheitshalber. Ich bin mir nicht sicher. Wie gesagt, ich weiß nicht, was noch alles kommt oder so, aber ich denke mal, man kann das ja schon ein bisschen so hintricksen, wie es gut ist. Lagerst dich daher. Dann werden wir den hier herstellen irgendwo. Da wollen wir schon ein Stromteil aufstellen dazwischen. So. Ich würde den dann hierher machen. Eigentlich ist ja die Ausrichtung egal, wie gesagt, es wird jetzt am Anfang ein bisschen ein wildes Gebäude da, weil es einfach halt, ja, es ist halt einfach, wie es ist. Ach so, stellen so. Hierher. So, du brauchst jedenfalls mal da einen Anschluss, so, zack. Das sind die Rotoren. Ja, die Rotoren, was darüber weichen. Und das zweite braucht er die verstärkte Eisenplatte für das Teil. Das wäre dann hier. Das Ganze. Zack, retour. Nach hinten. Perfekt, jetzt schaut schon wirklich wie eine Achterbahn aus, das Ganze. Aber cool. So, und hier. Der braucht 2 pro Minute. Die kriegt er. Garantiert sogar. Das wird dann hergestellt. Und du. Jetzt ist es lustig. Die Frage wollte ich gleich in die Höhe. Ein bisschen, dass ich nicht immer dagegen laufe. Immer pass auf. Mal noch höher. Perfekt. Parkdauer 44 Minuten. Wir sind genau da, wo wir ursprünglich immer hin wollen. Meistens dauert es immer schon eine Stunde. Aber wir sind genau da, wo wir hin wollen. Die erste intelligente Beschichtung fährt ihren Weg. Und ja, Leute. Das schaut Mörder aus. Mörder geil. Wirklich, da machen wir einen Screenshot. Okay. Kann dann anscheinend nicht mit dem Kamerading, normal kann man irgendwie mit der Wii umschalten. Gut. Ja. Wahnsinn! Was ist
das Sichtfeld kann ich auch noch ein bisschen. Okay, das wurscht. Hohe Auflösung an. Dann machen wir das. Und Klicks. Klicks. Gut. Genug Foto gemacht, Paparazzi gespielt. So, Leute, das war's. Ich lade das hoch. Wenn ihr den Part seht, habe ich ihn am selben Tag aufgenommen, glaube ich. Vielleicht können wir da mal live streamen. Wir sind ziemlich mit den aufgenommenen Parts, nämlich eben. Wenn ihr den seht, habe ich meistens noch keinen aufgenommen, aus Zeitmangel. Manchmal habe ich ein, zwei im Voraus und da will ich nicht live streamen, weil das Problem dann ist, damit ich was stream und was ihr noch gar nicht gesehen habt von der Ding her. Wir werden uns heute aber noch in Forever Skies ein bisschen anschauen, das Luftschiff ausbauen, ein bisschen farmen. Und das, heute habe ich das eigentlich alles vor, theoretisch habe ich, schauen wir mal, was, wie weit wir kommen. Dann wird hier die Sicherung durchbrennen. Genug. 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 Ich glaube, das war ein Peak. Ja. Na dann. Machen wir das noch dazu. Das wird Off-Video jetzt von mir fertiggestellt. Und das jetzt eh nicht die Hauptaufgabe gerade ist. Das ist eher ein. Muss ich ja jetzt machen, schnell. Ist 4 von 4. Ich habe da ja nicht mal mehr was mit, dass ich das reinstopfen kann. Ja, nur mit das. Ne, das werden wir umstellen. Na gut, okay, Leute. Dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt dran. Es wird immer größer, immer mehr Big Scale, so wie es gehört. Wir werden auf Kampfer hier nachlassen. Wir werden Vollgas weitermachen und hoffen auch, dass wir unsere Milestones dann bald wieder welche kriegen. Aber da muss man selbst die Phase von dem Weltraumding abschließen und da sind wir gerade dabei. Gut, Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Abo, Like, Comment, nicht vergessen. Bis dann und ciao.